Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich zeige euch heute das Treppenmatt. Das Treppenmatt ist ein ganz typisches Mattmotiv, wenn man zwei Schwerfiguren hat. Zwei Damen, zwei Türme, Dame, Turm. Und das ist eine Situation, die kommt ziemlich häufig vor, wenn man sich einen Vorteil erarbeitet, man hat einen Turm mehr, man bringt einen Bauern durch, holt sich eine Dame und dann muss man auch noch wissen, wie setzt man Matt. Dieses Matt kann theoretisch auch irgendwo im Mittelspiel auftauchen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man das Bild davon im Kopf hat, wie sieht das Treppenmatt aus, wie funktioniert es. Und das Matt ist am Rand möglich, das heißt, man muss den König an den Rand drängen. Und hier habe ich mein erstes Beispiel, ganz einfach. Ich habe im Grunde einen Wächter, der aufpasst, dass der König nicht nach unten abhauen kann, und einen, der angreift. Und das mache ich jetzt immer abwechselnd. Der König muss dann immer weiter nach oben. Das heißt, er geht nach oben und jetzt ist die Dame der Wächter und der Turm greift an. Und so wird eine Reihe nach der anderen abgeschnitten, bis er am Rand ist und man den Matt setzen kann. Dazu braucht man auch keinen König oder so, das können die zwei Figuren alleine. Man könnte es auch genauso gut Linien abschneiden. Hauptsache an den Rand. Gleich haben wir es. Jetzt ist er am Rand. Ist dort gesperrt durch die, eingesperrt durch die Dame. Und das Matt erfolgt jetzt ganz einfach durch den Turm. Und die Figuren sind wie zwei Füße eine Treppe hochgegangen. Immer abwechselnd. Und deshalb nennt man das Treppenmatt. Habe ich hier auch eine Übung vorbereitet. Das ist jetzt eigentlich ganz, ganz simpel und schnell matt zu setzen. Ja, okay. Nee, also keine Übung. Zack. Einfach nur ein Matt. Können wir es schwerer machen. Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal dahin. Jetzt haben wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt merkt ihr plötzlich, jetzt kann ich mit der Dame da nicht hin, weil der König greift es an. Das heißt, wenn ihr so eine Situation habt, dann könnt ihr euch da sehr gut mit behelfen, dass ihr einfach rüberzieht. Und wenn ihr jetzt den angreift, zieht ihr rüber. Und jetzt macht die Treppe auf der anderen Seite weiter. So. Auch matt. So. Das gleiche geht auch mit zwei Türmen. Das gleiche Prinzip. Und das Einzige ist jetzt, dass wir aufpassen müssen, Achtung, der König kann die Türme angreifen. Das heißt, wir ziehen die Türme einfach auf die andere Seite rüber und machen dort die Treppe weiter. Setzen dort Matt. Das ist das Prinzip vom Treppenmatt. Im Grunde hier die Treppe hochgelaufen, rübergesprungen, auf der anderen Seite weitergemacht. Und ihr müsst euch eben am Anfang bloß überlegen, okay, wohin wollt ihr entdrängen? Also rein theoretisch wäre es jetzt in der Situation einfacher, wenn man ihn hier einschließt, weil man ihn ja schon ziemlich am Rand hat. Aber mir geht es hier nicht darum, dass wir jetzt ein Matte 7 oder ein Matte 9 haben. Es geht mir darum, dass ihr einen Weg habt, wie ihr sicher matt setzen könnt. Und das geht eben so mit dem Betrieb, mit dem Prinzip des Treppenmatts sehr gut. Und wenn es dann eben drei Züge mehr sind, kümmert. So. Hier haben wir doch noch eine Übung. Mal sehen, ob die funktioniert. Moment.
Panik. Computer zieht nicht. Schade. Ich stelle mal hier die Engine an. Mache die Pfeile aus. Und dann rechnet die Engine den Zug aus, den der Computer macht. Und wir machen unsere Züge so. So. Läufer D5. Wir haben ihn hier schon abgeschnitten. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip bei unserem Treppenmatt. Gehen rüber. Lassen jetzt mal hier ein bisschen runterlaufen, um es schwerer zu machen, weil jetzt können wir nämlich hier nicht hin. Das heißt, wir gehen auf die andere Seite rüber. Wir können wieder hier nicht hin. Das heißt, wir gehen wieder auf die andere Seite rüber. Er greift uns an, ne, und dann gehen wir auf die andere Seite rum. Und jetzt haben wir ein Matt. Das heißt, ich habe hier diese Übung vorbereitet. Ich gucke auch, dass sie funktionieren. Dann könnt ihr es mal üben. Wenn ihr einmal diesen Blick dafür habt, für die Treppe, dann ist es kinderleicht. Aber trotzdem, man muss es mal zwei, dreimal machen einfach. Hier sind die Beispiele. Ich schaue, dass sie funktionieren. Viel Spaß. Tschüss.